Das Handy von Alice leuchtet auf. Sie hat eine Benachrichtigung von Facebook. Jemand hat ein Foto kommentiert, auf dem sie markiert ist. Sie ist die natürlichste und schönste Frau, die ich je gesehen habe. Steht dort unter einem der Urlaubsbilder von Alice aus Sri Lanka, das ihre Freundin hochgeladen hat. Sie fühlt sich geschmeichelt und klickt auf das Profil des Unbekannten. Er sieht freundlich aus, arbeitet als Soldat und wirkt nicht wie ein Aufschneider. Sie schreibt ihm eine Facebook-Nachricht. Eine Nachricht, die ihr Ende bedeuten wird. Alice Ruggles wird am 24. Dezember 1991 geboren und wächst zusammen mit drei Geschwistern in einem liebevollen Elternhaus in einer kleinen Gemeinschaft in der britischen Grafschaft Leicestershire auf. Ihre Eltern Sue und Clive wollen ihren Kindern eine unbeschwerte und glückliche Kindheit ermöglichen. Auch als Erwachsener bleibt die Familie eng verbunden. Alice' große Leidenschaft als Teenagerin ist das Schauspiel. Und ihr Umfeld beschreibt sie als humorvolle und aufgeschlossene junge Frau, der es sehr schnell gelingt, neue Freundschaften und Kontakte zu schließen. 2014 schließt sie ihr Produkte sein Studium ab und beginnt in Newcastle beim TV-Sender Sky zu arbeiten. Sie genießt das Leben in der Großstadt, das so anders ist, als sie es aus ihrem Heimatort kennt. Sie geht gern aus, feiert mit ihren Freundinnen und reist. Ihre Erlebnisse hält sie gern bei Instagram und Facebook fest. Im Oktober 2015 scrollt im weit entfernten Afghanistan ein junger Mann durch das Facebook-Profil von Alice. Sie haben einen gemeinsamen Freund, wodurch er auf ihr Foto aus Sri Lanka aufmerksam wird. Triman Dillon wird in Indien geboren und wächst als Einzelkind auf. Seine Eltern sind fromme Anhänger des Sikhismus. Sein Vater ist bei der Armee, weshalb die Familie oft umzieht. Nach seinem Schulabschluss hat er die Chance, in Großbritannien zu studieren, denn seine Noten sind gut. Schon lange träumt er davon, im Ausland zu studieren und aus dem streng religiösen Haushalt seiner Eltern auszubrechen. Er beginnt an der Universität in Edinburgh zu studieren, nennt sich in seiner neuen Heimat Harry und genießt das Leben weit weg von der Heimat und vor allem weit weg von seinen Eltern, die sein ausschweifendes Leben in Großbritannien nicht gutheißen würden. Triman bzw. Harry geht oft feiern, trinkt viel Alkohol und lernt gern Frauen kennen. Es ist ein Leben, von dem seine Eltern nichts erfahren dürfen. Nach seinem Universitätsabschluss tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. Er bewirbt sich bei der Armee, wo er schnell als Lance Corporal aufsteigt. Er geht als Überflieger in seiner Kaserne im schottischen Edinburgh, wo seine Einheit vom ehemaligen Premierminister David Cameron ausgezeichnet wird. Sein erster Auslandseinsatz führt ihn nach Afghanistan. Um mit seiner Familie in Indien und seinen Freunden in Großbritannien Kontakt zu halten, verbringt Harry Dillon viel Zeit auf Social Media. An einem Abend im Oktober 2015 scrollt er durch die Fotos eines Freundes, als er eine brünette, hübsche junge Frau sieht, deren Foto er kommentiert. Nur kurze Zeit später erhält er eine Nachricht von ihr. Sie heißt Alice Ruggles. Alice und Harry verstehen sich sofort gut. Sie tauschen viele Nachrichten aus, telefonieren und reden bald mehrmals in der Woche per Videocall. Alles wirkt zunächst perfekt. Der 26-Jährige ist charmant und witzig. Als er einige Wochen, nachdem sie das erste Mal miteinander geschrieben haben, wieder in Großbritannien ist, treffen sie sich und werden ein Paar. Anfang des Jahres 2016 muss Harry noch einmal nach Afghanistan. Es sind nur 2 Monate und es ist vorerst seine letzte Dienstreise. Ab April sehen sich Alice und Harry wieder regelmäßig. Doch in diesem Zeitraum bemerken ihre Freundinnen, ihre Familie und die Menschen, mit denen Alice zusammenarbeitet, dass sich die 24-Jährige verändert. Sie verliert Gewicht, scheint zurückgezogen zu sein, unternimmt nicht mehr viel, geht nicht mehr feiern und bei Gesprächen wirkt sie abwesend. Alice, die sonst immer durch ihr fröhliches und lebhaftes Gemüt aufgefallen ist, scheint völlig ausgewechselt zu sein. Ihren Freundinnen gegenüber ist sie distanziert. Sie zieht sich zurück und mit ihrer Mitbewohnerin gerät sie immer öfter aneinander, sodass die 24-Jährige auszieht und mit ihrer besten Freundin und Kollegin Maxine in eine Wohnung in Gateshead zusammenzieht. Alice' Freundin und ihren Eltern ist schnell klar, wer verantwortlich für die Wesensveränderung ist. Ihr neuer Freund Harry Dillon.
Nur zögerlich erfahren sie in den nächsten Monaten, welchen psychischen Terror sie von Harry erfährt. Der 26-Jährige ist nicht der tiefsinnige, freundliche junge Mann, den Alice bei Facebook kennengelernt hat. Er ist besitzergreifend, kontrollierend und manipulativ. Harry kritisiert alles an ihr. Ihren Freundeskreis, ihre Eltern, ihr gesamtes Umfeld. Am liebsten wäre es ihm, wenn Alice zu allen den Kontakt abbricht, um nur noch ihm Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken. Sie darf sich nicht mehr schminken, keine hübsche Kleidung mehr tragen, nicht mehr ausgehen und keinen Alkohol mehr trinken. Ihr gesamtes Leben wird von nun an von ihrem Freund bestimmt. Er isoliert sie von ihrem gesamten Umfeld, hackt sich in ihre Social-Media-Profile, wo er die Passwörter ändert, sodass Alice selbst nicht mehr darauf zugreifen kann. Alice' Arbeit leidet unter dem psychischen Druck und innerhalb weniger Monate hat Harry die 24-Jährige fast vollständig von ihrem sozialen Umfeld isoliert. Als Sue und Clive ihre Tochter und ihren neuen Freund zu einem gemeinsamen Urlaub einladen, wirkt ihre sonst so fröhliche Tochter in sich gekehrt und verschlossen. Sie bemerken, dass sie unglücklich ist. Harry hingegen bezeichnet den Urlaub später als perfekt. Während Alice nicht mehr mit Männern sprechen darf und wenn sie es doch tut, die Anschuldigung von Harry über sich ergehen lassen muss, dass sie mit anderen flirten würde, trifft sich ihr Freund immer noch regelmäßig mit anderen Frauen. Er lernt sie über Tinder und andere Dating-Plattformen kennen. Er macht kein Geheimnis daraus, dass er sich mit ihnen zu One-Night-Stands trifft und versucht erst gar nicht, den Betrug zu verstecken. Er will, dass Alice es weiß. Er will sie eifersüchtig machen. Im Juli 2016 wird Alice schließlich von einer anderen Frau kontaktiert, die sich schlecht fühlt. Harry habe sie angeschrieben, sie wusste nicht, dass er eigentlich vergeben ist. Es ist der Moment, in dem sich Alice eingesteht, dass diese kurze, aber trotzdem extrem manipulative, toxische Beziehung beendet werden muss. Sie macht mit ihrem Freund Schluss. Doch Alice weiß nicht, dass Harry Dillon es nicht zulassen wird, ein Leben ohne ihn zu führen. Es beginnt das Stalking. Wochenlang wird die 24-Jährige mit Nachrichten, Anrufen, E-Mails und Sprachnachrichten ihres Ex-Freundes bombardiert. Seine Stimmung schwankt dabei. Manchmal fleht er sie an, zu ihm zurückzukehren, sagt ihr, dass er sie liebt und sich ändern würde. An anderen Tagen ist er aggressiv, bedroht sie und versucht sie zu erpressen. Er habe heimlich Nacktbilder von Alice gemacht, die er online stellen würde. Andere Male ist er manipulativ und versucht sie emotional zu erpressen. Er weint am Telefon, sagt ihr, er würde sich umbringen und dass dann alles ihre Schuld sein würde. Alice, please. Please, 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 please. I can't do it. Alice, please call me back. Please. I just want to speak to you. There's nothing else. I don't even know if you're getting this voice message, but please can you call me back? Thank you. Alice versucht ihm zunächst freundlich klarzumachen, dass sie beide keine Zukunft haben werden. Als auch das nichts bringt, ignoriert sie seine ständigen Kontaktversuche. Getrieben von Wut kontaktiert Harry daraufhin die Eltern, Familie und Freundinnen der 24-Jährigen. Doch auch die ignorieren ihn, was ihn trotzdem nicht davon abhält, seine Ex-Freundin weiter zu stalken. Vor allem an eine seiner Nachrichten können sich ihre Eltern Sue und Clive erinnern. Harry hat ihnen geschrieben, dass er es nicht gewohnt sei, dass ihm verweigert wird, was ihm gehöre. Doch das Ignorieren von Harry bringt nichts. Er ist besessen von Alice und ihrem Leben, stalkt sie auf Social Media und schreibt ihr neben den zahlreichen Nachrichten und Anrufen, die immer wieder von unterschiedlichen Nummern kommen, nun auch Briefe. In einigen schreibt er Gedichte, wie sehr sie lieben würde. In anderen droht er ihr, ich werde dich zu meiner Frau machen. Doch bald reicht es nicht mehr, sie nur über ihre Social Media Profile ausfindig machen zu wollen. Er ist krankhaft davon besessen, alles aus ihrem Leben zu erfahren. Erneut verschafft er sich Zugang zu ihrem Facebook-Profil. Er liest ihre Nachrichten, sieht, mit wem sie sich trifft und wo sie sich aufhält. Doch vor allem sieht er noch etwas. Alice hat einen neuen Mann kennengelernt. Nun ist es nicht mehr der Besitzanspruch, den Harry treibt, sondern auch die Eifersucht. Wenn er Alice nicht haben kann, darf niemand sie haben. Doch es ist nicht das erste Mal, dass Harry Dillon einer Ex-Freundin nachstellt, sie bedroht und sie stalkt.
2012, als Harry 22 Jahre alt ist, hat er eine Beziehung zu einer 18-jährigen Schülerin. Nachdem sie Schluss gemacht hat, berichtet sie über die gleiche psychische Gewalt, die auch Alice 4 Jahre später ertragen muss. Harry hat die 18-Jährige von ihrer Familie und ihrem Umfeld isoliert. Er hat ihr Leben und ihre Freundschaften kontrolliert. Immer wieder versucht sie, Harry aus ihrem Leben zu verbannen. Ohne Erfolg. 2 Jahre wird sie von ihm gestalkt und ist der ständigen Angst ausgesetzt, dass Harry ihr noch mehr als psychische Gewalt antun könnte. Als er erfährt, dass sie einen neuen Freund hat, rastet er aus. Er verfolgt die beiden auf offener Straße, beschimpft seine Ex-Freundin und bespuckt sie. Erst als sie droht, die Polizei zu rufen, lässt er von ihr ab. Doch die junge Frau zeigt Tremaine Harry Dillon trotzdem an. Er wird zunächst wegen Körperverletzung angeklagt. Das wird allerdings fallen gelassen, als er eine einstweilige Verfügung akzeptiert. Von all dem weiß Alice Ruggles nichts, als er 2 Jahre später beginnt, auch ihr Leben zu zerstören. Alice und Mike haben sich gerade erst kennengelernt, als Alice ihre Schwester in Deutschland besucht hat. Die beiden schreiben viel miteinander und lernen sich kennen, ohne zu wissen, dass Harry jede ihrer Nachrichten mitliest. Alice hat Mike bereits früh erzählt, dass sie von ihrem Ex-Freund bedroht wird. Doch das Ausmaß lernt Mike am eigenen Leib kennen. Auch er wird von Harry angeschrieben. Immer wieder erhält er Nachrichten, dass Alice immer noch in ihn verliebt wäre. Oder erzählt ihm, dass Alice angeblich der manipulative und besessene Part der Beziehung gewesen sei. Mike lassen die eifersüchtigen Drohnachrichten kalt. Doch je enger die Beziehung zwischen Alice und ihm wird, desto gefährlicher wird Harry. Am 30. September 2016 erreicht Alice erneut eine Voicemail von ihrem Ex-Freund. Er bittet sie, ihn anzurufen. Doch das tut sie nicht. Anders als sie unzähligen Male zuvor, belässt er es aber nicht dabei. Er steigt in sein Auto und legt die 2,5-stündige Autofahrt von seiner Kaserne in Edinburgh zur Alice-Wohnung zurück. Er klingelt und klopft mehrmals. Doch weder Alice noch Maxim öffnen ihm die Tür. Er klettert deshalb in den Hinterhof und beginnt an Alice Schlafzimmerfenster zu klopfen, die verängstigt in ihrem Zimmer sitzt und mit ansehen muss, dass Harry mittlerweile bereit ist, sämtliche Grenzen zu überschreiten. Als sie endlich geht, findet Alice vor ihrer Haustür eine Schachtel Pralinen und Blumen. Auf ihrer Voicemail ist bereits eine Nachricht von Harry Dillon. Hey Alice, after we spoke and you didn't want to speak, well, you didn't want to call me again, so that's why I decided to come down to give you flowers and chocolates. And yeah, now I'm on my way back. If you want to take it, you can take it. If you want to bin it, you can bin it. It's completely up to you. I just wanted to do something just to say I'm sorry and show that I'm really am sorry. And yeah, that's the least I could have done. But I know you're not going to come out in front of me and speak to me, so that's why I left it there and showed my hands and walked back and just now getting back. So if you ever want to speak to me, it'll be good. If you don't, there's nothing I can do. Anyways, sorry for waking you up. Hope you have a good night's sleep. Bye. Nur kurze Zeit später erhält sie erneut eine Sprachnachricht von Harry, die sie nur noch mehr verängstigt. Er bezieht sich darauf, dass Alice vor Monaten, als sein Stalking begann, zu ihm sagte, dass er ein gefährlicher Psychopath ist. Ein Mensch, der auch zum Töten bereit sein könnte. Killing you is something that I've never, ever, ever thought about. And I will never, ever even think about that. So, I don't know, man. I just wanted to give you flowers and chocolates to prove that, no, I don't want to kill you. I'm not intending to kill you. I was there when... That's fine, just... That's all I wanted to say. I didn't want to kill you, that's why I gave you chocolate and flowers and walked up shit. Alice wird langsam bewusst, dass sie mit dem bloßen Ignorieren nicht mehr gegen Harry ankommt. Die Bedrohung wird immer extremer. Sie kann sich nicht mehr sicher fühlen. Sie und ihr Umfeld werden täglich mit Nachrichten und Anrufen bombardiert. Und obwohl sie weit weg von der Kaserne von Harry ist, ist er mittlerweile bereit, sie in ihrem Zuhause aufzusuchen. Noch in der Nacht informiert sie deshalb die Polizei. Evening, nothing here, please. First thing I can help you. Hi there. I just need a bit of advice, really, more than anything. So I split up with my boyfriend about 3 months ago. Since then, I know that he's hacked into my Facebook and also my phone.
he's been sending me a lot of messages, even though I've asked him not to contact me. And basically, like, just messaging my friends and things. And then tonight, he's... well, I had a knock at my door. And, well, he'd sent me a message saying, I've been in your garden since five. I had a knock at my door. And then when I went and I've got, like, a little, you know, the thing that you can look through, and there was no one there. And then it happened again two or three times. And then he's come round the back, knocked on my bedroom window at the back of my flat, ground floor flat. And he's been outside and he's, like, left some flowers and chocolates on the, like, outside windowsill. And, like, he walked off. He's not done anything. But I'm concerned. Der Polizeibeamte am Telefon sagt ihr, dass es die Möglichkeit gäbe, dass ihr Ex-Freund verhaftet wird, wenn er sie noch einmal kontaktiert oder ihr zu nahe kommt. Dafür kommt am 2. Oktober 2016 ein Polizist vorbei, um mit Alice alles abzuklären. Es ist das erste Mal, dass sich Alice sicher fühlt. Doch sie wähnt sich in falscher Sicherheit. Sie weiß nicht, dass diese Methode nicht bei Stalking-Fällen angewandt werden soll und dass sie keinen Opferschutz erfährt. Das, was ihr die Polizei vorschlägt, ist für Belästigung. Aber es gibt in Großbritannien seit 2012 ein Stalking-Gesetz, bei dem der Opferschutz höher ist. Und vor allem weiß sie nicht, dass auch Harry Dillon darüber informiert wird. Die Polizei meldet sich bei der Kaserne in Edinburgh. Doch sie sprechen nicht selbst mit Harry, sondern nur mit einem seiner Vorgesetzten, der ihm ausrichten soll, dass er Alice Ruggles nicht mehr belästigen soll. Zwar wird ihm diese Botschaft überbracht, Auswirkungen auf seinen Posten in der Armee hat das allerdings nicht. Es ist vor allem ein Punkt, den Alice Familie später scharf kritisieren wird. Wie konnte die British Army wissen, dass unter ihnen ein gefährlicher Stalker ist, der zu allem bereit zu sein scheint, ohne etwas dagegen zu tun? Auch wenn sich Alice erhofft hat, dass die Meldung bei der Polizei endlich ihren Ex-Freund abschreckt, bewirkt sie das genaue Gegenteil. Wenige Tage später hält Alice ein Paket. Es ist von Harry. Darin sind Fotos der beiden und ein Brief. Er schreibt, dass ihm in der Kaserne sein Handy, iPad und Laptop abgenommen worden sei. Eine Lüge, mit der versucht Alice ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie sein Stalking bei der Polizei gemeldet hat. Er beendet den Brief mit den Worten: Ich stecke richtig in der Scheiße. Ich hoffe, du bist damit jetzt glücklich. Ich schicke dir alles, was mich an dich erinnert, weil du jetzt einem anderen Mann gehörst. Ich wünsche euch beiden ein glückliches Leben. Ich werde nie wieder dein Leben zerstören. Alice ruft daraufhin erneut die Polizei, so wie sie es machen sollte, wenn Harry noch einmal Kontakt aufnimmt. Doch beim Telefonat konzentriert sich der Polizist mehr auf den Inhalt des Pakets und des Briefs, als auf den Fakt, dass Harry sie schon wieder kontaktiert hat. Der Polizeibeamte sagt ihr, dass sie sich noch einmal bei ihr melden werden. Alice ist schockiert darüber. Scheinbar nimmt niemand die Bedrohung ernst. Und im Gegensatz zum Versprechen der Polizei, dass Harry verhaftet wird, wenn er noch einmal schreibt, passiert nichts. Auch Alex' Mitbewohnerin und Freundin Maxine bekommt das mit. Sie sagt später, Alice sagte, sie fühle sich verarscht. Ihr wurde bei der Polizei die Frage gestellt, was sollen wir denn tun? Sie sagte, ich weiß es nicht, deshalb rufe ich an, weil mir gesagt wurde, dass ich mich melden solle, wenn noch etwas passiert. Sie sagte, im Grunde sei es Zeitverschwendung. Einen Tag später, am 8. Oktober 2016, ruft die Polizei erneut bei Alice an, um das weitere Vorgehen mit ihr zu besprechen. Bei diesem Telefonat wird Alice gefragt, ob sie will, dass Harry verhaftet wird. Ein fataler Fehler der Polizei, der später in den Fokus der Berichterstattung rückt. Wie kann so ein Fehler bei einer akuten Gefahrenlage passieren? Es ist die Aufgabe der Polizei zu entscheiden, ob der Stalker verhaftet wird oder nicht. Aber es ist niemals die Aufgabe des Opfers, das zu entscheiden, geschweige denn, ihr die Frage zu stellen. Alice ist verunsichert. Sie hat sich schon nicht getraut, die Polizei zu verständigen, aus Angst, dass niemand ihre Sorgen ernst nimmt. Als die Bedrohung unausweichlich wurde und Harry sämtliche Grenzen bereits überschritten hatte, hat sie erst den Mut gefasst, die Polizei einzuschalten. Doch es passiert genau das, was sie befürchtet hat. Sie erhält keine Unterstützung und ihre Situation wird heruntergespielt. Alice' Mutter Sue sagt dazu, als der zweite Anruf der Polizei kam, war sie einfach am Boden zerstört. Sie hatte das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein und dass sie damit selbst fertig werden sollte.
Alice sagt der Polizei, dass sie ihn nicht zu verhaften brauchen. Es ist ihr Todesurteil. Am 10. Oktober fährt Harry Dillon erneut die 120 Kilometer von seiner Kaserne in Edinburgh zu Alice' Wohnung, nur um ein Foto zu machen. Es zeigt das Badezimmerfenster ihrer WG. Alex oder Maxine bekommen davon nichts mit. Doch im späteren Prozess beweist es, dass der 26-jährige Soldat die Tat geplant hat. Am 12. Oktober ist Alice bei der Arbeit. Überwachungsaufnahmen nehmen auf, wie sie zusammen mit einem Kollegen das Büro verlässt. Sie versucht, sich so gut es geht abzulenken, auch wenn die Angst, dass Harry ihr doch etwas antun könnte, allgegenwärtig ist. Es ist ein Mittwoch. Sie muss nur noch 2 Tage aushalten, bis endlich Mike aus Deutschland zu ihr fliegt und ihr ein Stück Sicherheit gibt. Ihr Kollege fährt sie nach Hause. Um 17.30 Uhr setzt er sie vor der WG von Alice und Maxine ab, die erst später von der Arbeit kommt. Aus Angst schließt Alice die Wohnung von innen ab. Wenn Maxine nach Hause kommt, klingelt sie. Alice geht in ihr Zimmer, probiert Sachen an, die sie am Wochenende tragen will, wenn Mike zu Besuch ist. Währenddessen schreiben die beiden miteinander, bis es plötzlich still wird und er keine Antwort mehr von Alice bekommt. Um 18.30 Uhr erreicht die Polizei ein erschütternder Notruf. Er stammt von Maxine, die gerade nach Hause gekommen ist. I've just come back to my flat and the door was locked, so I crawled through the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know, I can't look, I'm sorry. Okay, try and stay calm. Okay, bear with us 2 seconds. Alice! Oh my god, she's dead! No! Which town are you in? It's Gateshead. Gateshead. What's your name? Maxine. Can you have a look and see if she's breathing for the ambulance? She's not. She's not breathing. No, she looks. No. Where's the blood from? It's everywhere. I don't know. Her leg looks broken, everything. Say that again, sorry. Her leg looks broken, everything. I don't know. How much blood is there? There's lots. It's everywhere. She was. It looks like she was in the shower. She's. Everything's been knocked. It looks like she's been attacked. Please help. Oh my god, I can't even go on. I'm so scared. Try and stay calm. You're doing really well. Things have been tipped over in the bathroom. Yes, and everything looks a mess. Like, she's not breathing. She's actually blue. Please. Give us 2 seconds. Okay. Okay, just try and stay calm. Where are you? She's dead. Stay calm. Maxine. Try and calm down. Try and breathe. You're doing really, really well. When you knew this was coming. Her ex is an absolute psychopath. Say that again, sorry. She put in a complaint in about her ex, and she phoned 101 at the weekend to report that she tried to get in contact, and she says, we're going to do nothing, and now this has happened. Right, who tried to contact her at the weekend? No, she's contacted 101 because she put in a statement about him 2 weeks ago. And about who? Her ex-boyfriend, Harry Dillon. Right, so has she been having problems with her ex? Yes. So do you think that's what it is? Yeah. Als die ersten Einsatzkräfte die WG der beiden Frauen erreichen, kann nur noch der Tod von Alice festgestellt werden. Sie hat 24 Verletzungen, davon alleine 6 am Hals. Der Angreifer hat auf ihrem Rücken gestanden, sie am Kopf nach oben gezogen und ihr 6-mal mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten. Es ist ein Anblick, der auch für die erfahrenen Einsatzkräfte erschütternd ist und eine Brutalität offenbart, die unbegreiflich ist. Während Maxine bereits am Telefon ihren Verdacht geäußert hat, wer hinter dem Angriff steckt, beginnen sofort die Ermittlungen der Polizei. Und Harry Dillon wird noch in der Nacht in seiner Kaserne verhaftet. Er bestreitet zunächst die Tat. Doch es gibt keinen anderen Verdächtigen und die Beweise sprechen gegen ihn. Auf Überwachungsvideos sehen Sie, dass Harry Dillon am 12. Oktober 2016 von Edinburgh nach Gateshead fährt und auf dem Weg tankt. Dasselbe Auto sehen Sie dann ein paar Straßen von Alice' Wohnung entfernt. Er parkt und schreibt einer Frau auf Tinder, mit der er sich am Abend für einen One-Night-Stand verabredet.
Das Badezimmer der WG ist immer angeklappt. Das hat er bereits einige Tage zuvor ausgespäht und hat sich so Zutritt zur Wohnung verschafft. Während Alice sich in ihren eigenen vier Wänden in Sicherheit fühlt, ist ihr Mörder bereits in der Wohnung. Er hört, wie die 24-Jährige ins Bad geht und greift sie mit einem Messer an, bevor er flüchtet und zurück in die Kaserne fährt. Das Messer entsorgt er dabei auf dem Weg. Im 11-tägigen Prozess präsentiert er dann eine ganz andere Geschichte. Er sei wirklich zu Alice gefahren, aber nur weil er antworten wollte, warum sie die Beziehung beendet hatte. Alice hätte ihn in ihrer Wohnung angegriffen und er habe sich nur gewehrt. Es ist eine Geschichte, die niemand der Anwesenden glaubt. Der Vorsitzende Richter sagt bei seiner Urteilsverkündung: Von Anfang bis Ende haben sie nicht die geringste Reue gezeigt. Sie waren vielmehr darauf konzentriert, die Geschichte zu erzählen. So konzentriert, dass sie sogar vergessen haben, eine Krokodilsträne zu vergießen. Er bezeichnet den Mord als völlige Barbarei und die Beratung der Jury beansprucht nur 1,5 Stunden, bevor ein einstimmiges Urteil gefallen ist. Er wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft von mindestens 22 Jahren verurteilt. Doch für Alice' Familie ist das Urteil nur ein schwacher Trost. Der Mord an Alice hätte verhindert werden können. Zahlreiche unabhängige Überprüfungen des Falls haben das auch nach dem Prozess bestätigt. Alice Ruggles war massivem Stalking ausgesetzt, das sie mehrfach der Polizei meldete. Trotzdem wurde ihr Fall als Belästigung eingestuft, was weniger schwerwiegend in der Strafverfolgung ist. Sie wurde bei den Möglichkeiten, wie weiter gegen ihren Stalker verfahren werden kann, falsch beraten. Bis hin zur Frage, ob sie wolle, dass ihr Ex-Freund verhaftet wird. Eine Frage, die ihr nie hätte gestellt werden dürfen und die nicht das Opfer zu entscheiden hat. Die Polizei hat Harry Dillon auch nicht persönlich darüber informiert, dass er sich Alice nicht mehr nähern darf, sondern es nur durch seinen Vorgesetzten bei der Armee ausrichten lassen. Durch die Schilderung von Alice hätten sie wissen müssen, dass ihr Stalker gefährlich ist, weshalb eine persönliche Einschätzung von Harry unabdingbar gewesen wäre. Mit so einem rasanten Tempo, wie der 26-jährige Soldat Alice seit der Trennung bedroht, gestalkt und massiv ihr Leben beeinträchtigt hat, war es abzusehen, dass er nicht aufhören wird. Die Polizei entschuldigt hingegen ihr Vorgehen damit, dass sie die Gefahr, die von Harry ausging, unterschätzt haben. Nach dem Urteil leitet das Independent Office für Police Conduct eine interne Untersuchung ein. Sie stellen 2 Fälle von Fehlverhalten fest. Die beiden Betroffenen bekommen als Disziplinarverfahren eine Weiterbildung zum Thema Stalking. Doch nicht nur die Polizeiarbeit gerät in massive Kritik, sondern auch die Armee. Wie konnten sie nicht die Gefahren erkennen, die von Harry ausgingen? Wieso haben auch sie die Vorwürfe des Stalkings nicht ernst genommen? Doch vor allem, warum durfte Harry Dillon überhaupt noch in der Armee sein? Schließlich wussten sie, dass er schon einmal seine Ex-Freundin bedroht und gestalkt hatte. Auch wenn die Klage im Zuge der einstweiligen Verfügung fallen gelassen wurde, wäre der Vorwurf der Körperverletzung schon Grund genug gewesen, ihn zu entlassen. Alice' Eltern haben nach dem Tod ihrer Tochter den Alice Ruggles Trust gegründet. Eine Organisation, die eng mit der Polizei zusammenarbeitet und Weiterbildung und Aufklärung der Einsatzkräfte zum Thema Stalking anbietet. Erst seit 2012 ist Stalking in Großbritannien ein eigener Strafbestand. Doch die Sensibilisierung für die Opfer innerhalb der Strafverfolgungsbehörden hat Jahre gedauert. Alice' Eltern sind sich sicher, dass die Unwissenheit der Polizei, wie sie mit Stalking und deren Opfern umzugehen haben, ausschlaggebend dafür war, dass entscheidende Fehler begangen wurden. Fehler, die ihrer Tochter das Leben gekostet haben. Deshalb wollen sie alles daran setzen, dass sich solch eine Tat nicht noch einmal wiederholen kann.